Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video zeige ich euch 8 Shops, die unter dem Radar sind, die vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt, die ihr auf jeden Fall mal abchecken könnt. Dementsprechend, los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, in diesem Video geht es um 8 Shops, die ich rausgesucht habe oder 8 Marken, die ihr gerne mal abchecken könnt, die ich persönlich sehr nice finde, die aber nicht jeder kennt. Sind wirklich coole Sachen dabei, vieles im Street-Styling-Bereich, auch ein bisschen was im Casual-Bereich. Aber sind auf jeden Fall sehr coole Shops und einer ist auch was ganz Spezielles. Dementsprechend will ich gar nicht lange drum herum reden und wir fangen einfach mal an mit dem Shops. So Leute, hier haben wir Marke Nummer 1 und Marke Nummer 1 ist 7stores.com. Früher auch bekannt als 90spec, ist so eine UK Instagram-Seite, Instagram-Marke, die eigentlich ganz coole Sachen machen, sehr in dem Street-Styling-Bereich. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was sie am Start haben. Wir gehen hier mal eben drauf, auf Männersachen. Also es gibt auch Frauensachen, so ist es nicht. Und dann haben die echt so coole, ich sag mal, weitergeschnittene Hosen, coole Hoodies, coole Puffer-Jackets, beziehungsweise die sind auch ausverkauft. Auch so ein bisschen was im Casual-Bereich mit so Rollkragenpullover. So ein bisschen einfach so Pastelltöne, schwarz, grau, creme. Sehr coole Hoodies, wie gesagt, sehr starke Sachen am Start. Allerdings muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, die Sachen sind nice, aber die scheinen die Preise angehoben zu haben. Was ich nicht ganz so cool finde, weil ich mag mich noch daran erinnern, ich hatte mir mal eine Hose angeguckt, so eine Joggerhose, ähnlich wie die hier, die ein bisschen anders geschnitten war, unten noch offen. Die sollte damals, und so habe ich es im Kopf, 90 Euro kosten. Wenn ihr jetzt guckt, was die Sachen kosten, die kosten jetzt 120 Pfund. Also die haben ordentlich eine Schippe draufgelegt. Trotzdem sind die Sachen gut, trotzdem sind die Sachen qualitativ sehr nice. Also ihr könnt das gerne abchecken, falls ihr natürlich den Euro bzw. das bisschen mehr zahlen möchtet. Ich möchte das Ganze auch gar nicht malig reden. Wie gesagt, sonst würde ich das Ganze hier gar nicht mit reinnehmen. Aber ich finde die Marke sehr nice. Und das kann man auf jeden Fall abchecken und das ist auf jeden Fall der erste Store. So Leute, machen wir weiter mit der zweiten Seite und die zweite Seite ist emptyspace.world. Ist so auch so eine Art Street-stylige Marke. Sehr cool, finde ich persönlich. Hat ein sehr cooles Lookbook, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da kann man ideentechnisch auch sehr gut sehen, wie man die Sachen tragen kann. Alles so in diesem, ja, auch Pastelltönen. Ich sag mal, dieses ganze pastellige, schwarze, finde ich, ist sehr nice. Und sieht sehr cool aus. Hat mir auf jeden Fall einfach gefallen. Und dementsprechend könnt ihr die Seite auch abchecken. Mir hat auf jeden Fall die Cargo ganz gut gefallen. Die gefällt mir vom Foto, vom Look eigentlich ganz nice. Wie gesagt, sehr cool in Szene gesetzt, sehr coole Farben. Und ja, die Seite Empty Space World könnt ihr auch auf jeden Fall abchecken. So Leute, machen wir weiter mit Marke Nummer 3. Marke Nummer 3 ist von der Influencerin Junelle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So eine eigene Marke, die nennt sich 10K Apparel. Die machen eigentlich auch ganz coole, ich sag mal, Dogger, Loungewear etc. Finde ich ganz cool. Hat auf jeden Fall was. Auch die Farben gefallen mir extrem gut. Wer sowas sucht, kann das gerne abchecken. Und vor allen Dingen, ich finde die Preise echt fair. Das macht das Ganze echt interessant. Von den Schnitten etc. sehr locker geschnitten, sehr 90er Jahre. Und wer sowas sucht, kann das gerne abchecken. Auch hier eine dicke Empfehlung. Der Shop ist aus Deutschland und Organic Clothing. Mehr muss ich gar nicht sagen. Also dieser ganze grüne Daumen wird wahrscheinlich auch noch am Start sein. Wer darauf Wert legt, kann das gerne abchecken. Sehr nice. Auch hier eine dicke Empfehlung ausgesprochen. Machen wir weiter mit Seite Nummer 4. Und Seite Nummer 4 ist coppingzone.com. Ist so ein Shop, der generell viele kleinere Marken vereint hat, die so mehr im Street-Styling-Bereich am Start sind, wenn ich euch mal zeigen darf. Hier sind so beispielsweise Sachen, die am Start sind, sehr Street-Styling, sehr, ein bisschen anders einfach. Aber hat auf jeden Fall was, sehr cool. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Die haben alles Mögliche, was so bisschen außer der Reihe tanzt am Start, von weitergeschnittenen Hosen, Mustern bis Flat Jeans bis Flat Hosen, also hier zum Beispiel so eine Flat Cargo Hose, ist auf jeden Fall cool, hat auf jeden Fall was. Ich kann euch nicht genau sagen, woher die Marke kommt oder woher der Shop ist, aber sieht auf jeden Fall für mich sehr legit aus, wurde mir auf Instagram vorgeschlagen und dementsprechend fand ich das sehr cool. Die hier fand ich zum Beispiel am besten, weil es ist einfach eine simple, leicht flat-artige Hose, sehr cooler Schnitt. Mit tausenden von Fotos dabei, sodass ihr auf jeden Fall den Eindruck davon bekommt, wie das Ganze sitzt. Sehr nice. Ich war ja mal überlegen, ob ich sowas selber machen kann, aber ich,
ich kann einfach nicht nähen, also nicht wirklich. Und dann, dementsprechend habe ich gesagt, komm, dann lasse ich das Ganze. Und die Hose sieht auf jeden Fall nice aus. Also der Shop ist auf jeden Fall eine coole Empfehlung, finde ich persönlich. Und ja, ihr habt da wirklich die Qual der Wahl. Alles Mögliche ist am Start. Sogar accessoire-technisch kriegt ihr Sachen von Beanies bis ja, Schmuck bis ja, irgendwelchen freaky Socken etc. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Sehr nicer Shop, sehr cool. So Leute, kommen wir zur nächsten Seite und die nächste Seite ist Nuin. Mit denen habe ich selber schon mal zusammengearbeitet und ich muss sagen, ja, die fallen mir jetzt in letzter Zeit immer wieder mehr ins Auge, machen eigentlich ganz coole Sachen für einen wirklich fairen Preis, haben alles mögliche am Start von so normalen, ich sag mal casual Sachen bis hin zu Loungewear, also lockere Jogger, locker geschnittene Sachen, Hoodies etc. ist auch am Start. Finde ich, ist eine sehr coole Einsteigerbrand, ist ja von den zwei Influencern, Stefanie Giesinger und ihrem Freund Markus Butler zusammen die Marke und ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die legen viel Wert auch, dass die Sachen nachhaltig sind und ja, auch hier ist eine dicke Empfehlung ausgesprochen. So, kommen wir zur nächsten Seite und die nächste Seite ist intelcollective.com. Ist auch so ein Shop, der mir auf Instagram vorgeschlagen wurde, die aber, finde ich persönlich, ganz coole Street-Style-Sachen am Start haben. Ich persönlich sehe mich da in vielen Dingen nicht, aber vielleicht der eine oder andere sucht was und dementsprechend fand ich das eigentlich ganz nice. Was mir ins Auge gestochen hat, weswegen ich auf die Seite gegangen bin, ist dieser Hoodie. Ich fand den mit dem Spruch sehr nice, money is paper, love is love. Er ist quasi der Hoodie hier. Ich finde, hat auf jeden Fall was. Die haben auf jeden Fall auch sehr außergewöhnliche Sachen am Start, auch alles mögliche an ja, Klamotten. Müsst ihr einfach mal durchschnuppern. Sehr coole, ausgefallene Pieces. Auch sowas hier wie College-Jacken etc. Ich gehe davon aus, dass der Shop eventuell aus L.A. ist, also eventuell müsst ihr damit rechnen, dass da vielleicht nochmal Zoll drauf kommt, aber falls ihr Bock drauf habt, guckt euch das Ganze an. Ich fand den auf jeden Fall nice und dementsprechend ist auch hier eine Empfehlung für euch am Start. Wie gesagt, checkt das ab, sehr nice, wirklich einfach mal was anderes. So Leute, kommen wir zur nächsten Marke und die nächste Marke ist Don't Care. Die Seite heißt don'tcare-club.com. Die haben auch alles mögliche am Start an Klamotten, aber prinzipiell, was man am meisten kennt von der Marke, sind einfach die College-Jackets, die immer wieder rauskommen, die preislich einfach mega fair sind. Sind auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht, muss ich sagen. Von denen, die am Start sind, sind meine leider, die mir gefallen haben, ausverkauft. Mir hat die blaue hier sehr, sehr gut gefallen. Aber die haben immer wieder ganz coole Varianten am Start und da wird auch immer wieder aufgerüstet. Zuletzt waren die, glaube ich, hier neu und jetzt sind auch die hier neu dazugekommen. Also ihr könnt da gerne reingucken, don'tcare-club ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Seite, die unter dem Radar ist, die nicht jeder kennt und auf jeden Fall ganz nice Sachen am Start hat. Ihr findet alle Links wie immer unten in der Infobox, also checkt das gerne ab. Und auch hier eine dicke Empfehlung ist ausgesprochen. So Leute, kommen wir zur letzten Seite und die letzte Seite ist Sneakernennen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Kollegen, aber er ist im Prinzip ein Schuh-Reseller, spezialisiert auf Nike Dunks, Nike Dunks Low etc. Mal ab und zu hat er auch mal ein paar andere Schuhe am Start, aber ich finde das sehr nice, weil ihr kriegt hier einfach extrem coole Schuhe, teilweise getragen, aber in sehr, sehr guten Konditionen, die ihr wirklich ansonsten nirgendwo bekommt. Und er updatet diese ganze Liste wirklich wöchentlich, sodass ihr wirklich hier sehr, sehr nice Sachen am Start bekommt. Natürlich auch nicht ganz so günstig. Also es gibt Modelle, die wirklich viel Geld wert sind. Aber hier kriegt ihr einfach Schuhe, die ihr am Start und die ihr sonst nirgendwo am Start sind. Dementsprechend checkt den auf jeden Fall ab. Ich fand die Seite sehr, sehr nice. Und ja, die Marke bzw. Sneakerland, ich habe auch schon mit ihm geschrieben. Er hat wirklich coole Schuhe am Start und ja, alles problemlos. Falls ihr sowas sucht, Nike Dunks, Hi etc., seid ihr auf jeden Fall durch den Kollegen gut abgedeckt. Und auch hier habe ich eine dicke Empfehlung für euch ausgesprochen. So Leute, das war es an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, euch haben diese 8 Marken unter dem Radar, 8 Seiten gefallen. Wie gesagt, es sind einfach keine Zara, H&M und Co. Seiten. Es ist einfach mal ein bisschen was unter dem Radar. Einfach mal ein paar Sachen, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Und dementsprechend dachte ich, warum nicht einfach mal darüber ein Video machen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr als nächstes gerne sehen würdet. Ich habe noch ein paar Tage, wo ich täglich einen Upload hier mache. Und ja, falls ihr irgendwelche Themen gesondert abgearbeitet haben möchtet oder einfach mal ein Video darüber gemacht haben möchtet,
mache ich das gerne. Lasst mich einfach in den Kommentaren gerne wissen, was ihr gerne sehen würdet. Und dann sage ich, ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall mega supporten. 50% der Zuschauer sind nicht abonniert. Dementsprechend würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Peace.